Hallihallo, hier spricht euer Landwirt Ernie. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was ein Großstadtkind wie ich auf dem Lande zu suchen hat. Ich werde es euch erzählen. Ich hab auf dem Land einfach nachgeschaut, wie der Landwirt hier sein Feld bebaut. Pflanzen sind groß, Pflanzen sind klein. Wachsen aus der Erde raus oder auch hinein. Zum Beispiel die Tomaten wachsen hoch hinaus im Garten. Tomaten drängen sich nach dem Sonnenlicht. Dagegen die Kartoffel wächst hier unter dem Kartoffel. Da fühle ich mich gut und ausgeruht. Pflanzen sind groß, Pflanzen sind klein. Wachsen aus der Erde heraus oder aber auch hinein. Seht euch mal den Salat an. Kräftig, wie man sehen kann. Wachst du, das ist klar, ziemlich bodennah. Die Zucchini wächst von jeher auf dem Feld ein bisschen höher. Ja, da hat er doch recht. Doch ich als Riese bin tief im Boden drin. Pflanzen sind groß, Pflanzen sind klein. Wachsen aus der Erde heraus oder aber auch hinein. Beim Gemüse weißt du ja nun immerhin. Entweder wächst es aus der Erde heraus oder innen drin. Ich frag mich, wie Petersilie wächst. Und wo wachsen Knoblauch, Paprika, Pfeffer und Salz? Natürlich im Supermarkt.